und der Meister ein Gigant, aber voller Demut. Und als er dann sagt, so, jetzt greif mich mal an, richtig an den Haaren reißen und in den Bauch treten, da hatte ich schon so eine Ahnung, wie das ausgehen würde. Power, Power. No, you just, this, this is my finish. Okay, yeah. Okay. This one power, your power, power. Power and kick. No. Oh. Okay. Das war der Moment, da ich beschloss, mir vom Fachmann etwas zur Stärkung verschreiben zu lassen. In Pekings ältester Apotheke, Tung Rentang, gegründet 1669. Da ist heute ordentlich Betrieb, weil Mittwoch ist und Dr. Xie Sprechstunde hat. Der ist ein ganz großer und sehr alter seines Fachs. Er geht schon auf die 90 zu. Auch im Gesundheitswesen darf übrigens ein bisschen Beistand vom großen Vorsitzenden Mao Zedong nicht fehlen. Beim chinesischen Arzt wird kein Blutdruck gemessen und kein Blut abgezapft. Es wird nicht gehorcht, nicht geröntgt, A gesagt oder gar gespritzt. Es wird vornehmlich getastet, der Puls nämlich auf beiden Seiten. Der Arzt horcht, ob die Harmonie gestört ist und das Qi blockiert. Der Pulsschlag ist wie ein Sonar. Und ein routinierter Blick auf die Zunge verrät den Rest. Dr. Xie meint, es müsse mir eigentlich ganz gut gehen, jedenfalls wesentlich besser, als ich aussehe, und er verschreibt mir was Belebendes. Darunter Astragalus zur Stärkung des Qi, Muscheln, die das Yang beruhigen, und zum Entspannen die Gallenblase einer Kuh. Bloß das Gazellenhorn gegen Bluthochdruck macht Probleme, aber dazu später. Denn Bewegung an der frischen Luft hat Dr. Xie auch verordnet und da trifft es sich gut, dass wir eh in den Bergen nordöstlich von Peking zu tun haben. Manche von Chinas Schätzen sind so groß, dass man sie monatelang vermessen muss. Man kennt das. Da hat man was und freut sich dran, aber man weiß gar nicht, wie groß es ist. So geht das den Chinesen mit ihrer Mauer, die sie aus naheliegenden Gründen die lange Mauer nennen. Aber wie lang sie tatsächlich ist, weiß immer noch keiner. 5000 Kilometer über den Daumen gepeilt. Im Zeitalter von GPS reicht das nicht mehr aus. Und deswegen sind gerade im ganzen Land Fachleute unterwegs, die jeden Winkel der Mammutmauer genauestens vermessen. Dokumente zur Länge der Mauer sind zwar überliefert, aber sie sind nicht sehr zuverlässig. Denn über die vielen Jahrhunderte gab es immer wieder Schäden, manche durch Umwelteinflüsse, andere durch Menschen verursacht. Dieses Team von Denkmalschützern vermisst im Revier Badaling nur die Mauerteile, die in der Ming-Dynastie gebaut wurden, also 1368 bis 1644. Was heißt hier nur? Das sind nicht weniger als 300 solcher Wachtürme. Das ist eine erhebliche Maßarbeit und eine ziemliche Detektivarbeit ist es auch. Manche Abschnitte sind verfallen, wie ausgelöscht. Ohne historische Dokumente und Quellen kommt man da nicht weiter. Manchmal verirren wir uns auch oder finden ein Stück der Mauer, von dem bisher noch niemand etwas wusste. Anders als andere Mauern wurde die chinesische abschnittsweise gebaut. Noch ein Stück und dann noch eins über Jahrtausende. Je nachdem, wie viel Angst der diensthabende Kaiser vor den kriegerischen Barbaren hatte.
Auf die machte die Mauer ja bekanntlich nicht so viel Eindruck wie auf uns heute. Selbst die Profis vom Vermessungsamt erschauern oft in Ehrfurcht. Was muss das für eine Mühe gewesen sein? Und was das gekostet hat? Das fragen sich natürlich auch die Touristen und fragen sich zudem, kann man sie wirklich vom Mond aus sehen? Kann man übrigens nicht, aber egal. Hauptsache, man kann hochklettern und was Schönes singen. Nicht nur an kalten Tagen singt sich Herr Lee auf dem Weg zur Arbeit warm. Er ist nämlich Opernsänger, ein Beruf, von dem er schon als kleiner Junge träumte. Kein Wunder, dass die Peking-Oper schon die Kinder faszinierte, besonders solche mit hohem Bewegungsdrang. Denn hier wird nicht nur gesungen, sondern auch gefochten und gepurzelt, jongliert und gewirbelt. Herr Lee in seiner Paraderolle als General wirbelt nicht, sondern macht ein Gesicht, als hätte er gerade Post vom Finanzamt bekommen. Die Mimik ist in der Peking-Oper genauso wichtig wie der Gesang und die akrobatischen Einlagen. Und nichts ist dabei dem Zufall überlassen. Für alles gibt es feste Regeln. Künstlerische Freiheit hat in China keine Tradition. Ein verlassener Liebhaber, sagt Herr Lee, muss eben aussehen, wie ein verlassener Liebhaber nun mal aussieht. Nämlich sehr, sehr traurig. Oh nein! Bis er bemerkt, dass sie den Fernseher mitgenommen hat. Aber ihm dann doch einfällt, wo sie ihr Auto geparkt hat. Vor 200 Jahren kam die Peking-Oper in Mode, zuerst bei Hofe, dann überall. Die Dramen von Kaisern, Clowns und Konkubinen waren früher jedem so geläufig wie uns Grimms Märchen. Aber von der unseligen Kulturrevolution in den 60er Jahren, als sie, wie so vieles, verboten war, hat sich die Oper nie wieder erholt. Zwar ist die Peking-Oper ästhetisch gesehen so aktuell wie eh und je, aber die junge Generation dürfte mangels Geschichtskenntnis Probleme haben, der Handlung zu folgen. Herr Yen ist Chef des Ensembles Wind und Donner, gegründet 1937, dem allerdings heute der Wind mächtig ins Gesicht bläst. Denn das Publikum will Seifenopern statt Peking-Oper. Ich sag's mal ganz ehrlich, es ist ein bisschen wie bei Wagner. Nur bunter und mit weniger dicken Leuten auf der Bühne. Aber eben sehr schwer, sich reinzuhören.